Bleibt das jetzt immer da stehen hier bei Let's Play Xenoblade Chronicles? Ich habe keine Ahnung, ob da diese Handlungsnotiz jetzt oben mal stehen will. Ich habe es jetzt einmal gelesen, ist ja ganz, ganz toll, das Feature. Bitte geh weg. Wie gesagt, ist ganz nett. Ist auf jeden Fall, falls ich mich mal... Heißt das theoretisch, ich bin gerade in seinem Knie reingegangen? Ist ganz nett, ist auf jeden Fall sehr praktisch, falls ich mal wirklich vergesse, was gerade Sache ist. Aber es kann ruhig weggehen. Normale Typen greifen an, wenn sie angegriffen werden. Ah ja. Wie soll der Typen greifen bei Blick? Ah, das ist halt... Ah, aha. Verstehe. Okay. Ach, du bist dieses Waisending, was ich eh erledigen sollte. Sehr schön. Hier ist zumindest auch ganz klar, wo ich irgendwelche Gegner besiegen soll. Hier ist einfach gesagt worden, in der Höhle. Punkt, aus, Ende. Kein irgendwo, sondern nein, in der freaking Höhle und gut ist. Ein Feiermück. Okay. Ich wollte schon fragen, gibt es irgendwas zu feiern, aber naja, wenn er tot ist, dann wohl weniger. Gucken. Gucken wir mal nach diesen schönen Schuhendingern, die ich gerade gekriegt habe. Schwimmsandalen. Sind also tatsächlich besser. Wow. Okay. Was auch immer. Wundert mich das? Nein. Das ist wieder typische RPG-Logik. Fressra. Wow. Was bist du? Kellerwurm. I need to be even stronger. Süßes Raub. Ich kann's ja nicht sein lassen, ne? Ich hab da einfach nur Lust drauf, dann das zu versuchen. Oh mein Gott. Das ist definitiv ein sehr heftiges Viech. Und das wird mal wieder nichts. Ich sehe das schon. Okay. Hätte ja klappen können. Ich meine ja nur, also. Ist ja auch wieder nur. Ist ja nicht mal ein Level von meinem Charakter. Aber ist okay. Ich musste was ausprobieren. Das ist mir eigentlich immer egal, aber. Meine Güte. Aha. Der Gegner ist definitiv nicht zu stark für mich, aber. Also vom Level her. Zugegeben, vom Level her. Meine Güte. Achso, die Metallanze ist nochmal ein Ding für ihn. Halleluja. Da hast du mehr physische Angriffskraft. Finde ich gut. Was ist mit deinen Schuhen? Sind die deutlich besser? Nee. Shorts, willst du die Hosen haben? Die anderen Kolonie-Shorts? Wahrscheinlich nicht. Steht da eigentlich irgendwo dran, dass die sockelbar sind oder so? Nee, ne? Achso, dann habe ich schon alle, die ich habe, drin. Okay. Okay. Okidoki. Da haben wir nichts.
Haben wir da irgendwie eine Kappe, die frei ist? Theoretisch ja, Regnerschmuck. Oder eine Leichtkappe. Die man interessanterweise nicht sieht. Mein Januar. Ein bisschen Agilität runter, dafür mehr Angriffsgedöns. Gut. Aber das hat dann... Soll das jetzt Kopfhörer sein? Sind das Kopfhörer? Oder Ohren? Ohrenschützer? Ohrenwärmer? Wie auch immer. Ah ja, ich störe mich tatsächlich nicht daran, dass ich hier dann besiegt werde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es halt mir zu viel Spaß macht, so. Also von der Seite anpieken hier. Finde ich immer noch klasse, die Technik. Kampf-Leggings. Erstmal kurz nach dir gucken. Geht ein bisschen runter. Kann ich den da einfach rausnehmen? Geht das? Irgendwie? Oder muss ich es so machen dann? Wahrscheinlich so, ne? Okay, ich darf ihn nicht rausnehmen. Darf ich nicht rausnehmen? Darf ich nicht rausnehmen? Hm. Das ist doof! Um es mal so zu sagen. Kampflegends da. Neue Hosen. Für den Mann von Welt. Ich hätte es halt gerne rausgenommen. Ich darf nicht, ist auch okay. Aber meine Güte, ich hätte es gerne rausgenommen. Gut, dann merke ich mir diesen netten Wurm mal für später. Wenn ich Level 30 habe oder so. Ich muss ja wirklich sagen, wenn man gesagt kriegt, ja, da sind die Level schon recht extrem und da muss man gucken. Das kann man gar nicht glauben, wie extremst das wirklich einen Unterschied macht, aber meine Güte. Oh, Botschafterschuhe und Millionenramme. Millionenramme habe ich ja schon mal gehabt. Und tschüss. Ah, ist das schön. So. Lass mal gucken. Was war das jetzt? Schuhe oder Hose? Hab ich schon wieder fast vergessen. Meine Güte, Schwimmsandalen. Botschafterschuhe. Sind besser. Und außerdem sind es dann wieder Schuhe. Schuhe sind immer gut. Ne? Schuhe sind immer gut. Das kann die Dame hier bestätigen. Schuhe sind immer gut. Deswegen kann sie jetzt auch die Schwimmsandalen anhaben. Jetzt sieht es zwar so aus, als hätte sie Strapse an, die zu nichts mehr führen, aber... ja, das sind dann so minimale Nebeneffekte, mit denen man leben muss. Kann ja nichts für. Ist halt so. Oh mein Gott. Ich hab mich schon wieder mit einem Riesending angelegt. Ich hab das aber auch irgendwie damit, ne? Wobei bei dem habe ich, glaube ich, sogar ein bisschen bessere Chancen gerade. So wie es aussieht zumindest. Der Einsatz von gleichfarbigen Techniken.
Entscheide selbst, ob du Spezialtechniken. Okay. Also auf jeden Fall haben wir gewonnen, so Punkt. Ich bin immer noch am Verstehen lernen, was ich da genau machen soll. Das war also ein einzigartiges Monster. Jetzt die große Frage für mich wieder, kommen die wieder? Kann die farben? Oder sind das dann wirklich einzigartige Monster, die man nach einmal besiegen nie wieder sieht? Das sind halt so Fragen, die die Welt bewegen oder so ähnlich. Ja, wie steht's hier drum? Habe ich jetzt was Besseres? Fucking nein, natürlich nicht. Was denke ich mir eigentlich dabei? Zu fragen, ob ich mal was Besseres kriegen könnte. Pff. Nee, nee, nee. Kampflegends. Ist schon irgendwie traurig. Ich hätte jetzt halt gerne was gehabt, aber... Nö. Nö, ich krieg da nichts. Hat auch einen Sockel. Jetzt muss ich natürlich da nochmal... Ja, den will ich rausnehmen. Danke. Ah. Das ist die 2. Ich muss so ein bisschen üben mit dem Ding hier noch. So ein ganz kleines bisschen, aber... geht schon, krieg ich hin. Okay. Ist das gut? Keine Ahnung. Kann gut sein, muss nicht gut sein, hat auf jeden Fall Ether hoch. Leichthandschuh, das stimmt ja, aber dafür habe ich ja nichts mehr. Ein anderes Top habe ich nicht. Ich stehe jetzt um die Hosen. Ether-Angriff und Agilität so ein bisschen runter. Ne, da ist das glaube ich schon in Ordnung so. Aber ja, läuft. So ein bisschen. Blattgeheimnis. Ich habe das Geheimnis der Blätter gefunden. In einer Höhle. Du bist auch eins von den Viechern, die ich vernichten sollte. Geh weg von mir. Nein, nicht. Du widerstehst aber einer Menge. Kann das sein? Meine Güte. Kann ja machen, was ich will. Kann es sein, dass ich irgendwie diesen Part fast nur... Warte, ihr habt doch bestimmt Flüge, die ich farmen soll. Ist halt nur so ein Grundgedanke. Leave it to Ryan, ha? Huh? Kleine Klaue. Altes Insekten, was? Haben? Baben? Flaben? Was auch immer. Let's do this! Backslash! Ryan! Go! Hammer! Fiora! Irgendwie so. Okay. Hat ja funktioniert. Ja, das war das Kerlchen. Löppt. Löppt. Löppt, sag ich. Kampfrüstung. Ist zumindest ein neues Outfit oder so. Wahrscheinlich, wenn ich aus der Höhle zurückkomme, kann ich das Käferchen da machen.
Schön wär's zumindest. Agilität geht ein bisschen runter, dafür mehr physischer Angriff. Finde ich gut. Abgesehen davon, dass ich aussehe wie so ein zusammengewürfeltes Etwas. Aber was soll man dagegen schon machen, ne? Ich habe jetzt aber keine Echsen gesehen. Aber das sind die Ruinen, die er finden sollte. Ah, 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 ah. Das ist wie ein Einkaufszentrum. Are these the Magmel ruins? Haven't you been here before? Nope. The Defense Force often uses it for training. But I come here to do research. It's not really a place that people go. Not surprising. There are monsters around here that use Mekon parts as armor. Was this built by the Mekon? I don't think so. There's a path for people to get in. It might have been a vehicle of some kind. Like the Defense Force hover transports. A vehicle? But it's so big. It's amazing technology. I wonder what kind of people made it. I ain't got a clue. Let's keep moving. The ether cylinders are up ahead. Right. Okay. Was ist nur ein Zwischenpunkt? Das ist okay. Ich sag ja. Schnellreise. Ja. Muss ich Platz in meinem Inventar machen? Also habe ich begrenzt viel Platz, dass ich das irgendwann mal machen muss. Das ist dann die nächste ernst gemeinte Frage mal wieder. Stich in die Seite. Leave it to Ryan. Natürlich. Defensivmesser. Brauche ich jetzt gerade nicht, aber ist schön zu haben. Ich hätte aber auch mal gerne ein anderes Schwert. Aber ist okay. Leuchtet also immer rot, ist ganz normal. Cool. Cool, cool. Oder so. Bei mir soll's recht sein. Ah, da haben wir die Mehlex. Das ist hier gerade 5 in einem Raum. Man kann ja sein. Yep. 5 in einem Raum. Okay. Weil, soll mir egal sein. Können auch 20 in einem Raum sein. Schöpferschutz. Das klingt gut. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich renne hier herum und sammle Dinge ein. Ja, 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 ja. Schon besser. Was? Wow. Wow. Mach, dass das Ding von mir abgehst. Ach. Es wird doch wieder so ein Kampf, der nicht funktioniert, ne? Ich sehe das schon kommen. Yep, das wird nicht funktionieren. Ah nein, das wird sowas von nicht funktionieren.
Wo kam der jetzt? Ach so, der kam von da hinten her. Ah. Ah. Ätzend. Zumindest nicht exzellent, sondern nur ätzend. Also ich merke schon, ich habe ein bisschen Training vor mir. Unter Umständen dann auch Umrüsten von Sachen etc. Und dann ein bisschen die Techniken verstärken. Ich denke mal, danach wird das schon wieder gut laufen. Hoffe ich mal so. Nichtsdestotrotz, das war's für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles. Hier habe ich ja hoffenweise Fails, das wird euch bestimmt gefallen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.